Herzlich willkommen zurück. Na ihr? Hi. Na du? Na ihr? Na selber du? Wir haben gerade schon hinter den Kulissen quasi gesagt, wir sind am Arsch. Denn wenn der Game Master so großzügig neue Fähigkeiten verteilt, heißt es, dass wir gleich richtig auf die Fresse kriegen. Es ist quasi dieser Waffenraum vom Bosskampf, wisst ihr? Wo sind die Medikits jetzt? Dann ist richtig vorbei. Die Kani ist unser Medikit. Ich bin das Medikit. Die Kani ist. Oh. Ja, genau, wir haben ein bisschen Regelkram. Ja, einfach, ja. Wir haben ein bisschen Regelkram in der Pause fertig gemacht. Ja. Ja, also kurz zusammengefasst, nach dem Überfall auf die Bibliothek wurde offensichtlich auch etwas gestohlen, Bücher über die dunkle Pagode oder Texte generell. Und ihr habt herausgefunden, dass das zwei Personen waren, ein Luftnomade und eine Frau, die von einem kleinen Mädchen als ein Monster beschrieben wurde mit schwarzen Augen. Aber das Mädchen hat gehört, dass sie nach Taku fliegen wollten, einer Stadt im Erdkönigreich, einer großen Handelsmetropole. Später da, wo Republic City liegt, also in der Gegend, nicht genau dort. Ja. Auf zu den Bisons? Auf zu den Bisons. Wenn es nicht sein muss, halte ich gerne Abstand, ja? Wieso das denn? Naja, irgendeins von denen mag wirklich gerne grüne Sachen. Und nom nom. Sie guckt an sich hinunter, an ihr Outfit und rennt in die Richtung der Bisons. Ist doch großartig, dann hat das Bison schon was mit uns gemeinsam. Und ich stupse Riese so an. Es leckt gerne an mir? Okay. Ja, was es meinst mag du? Grüne Sachen. Ach so. Entschuldigung, ich war jetzt ganz woanders gerade. Ich rede gerade von dran lecken oder so. Okay, ja, okay, so wir können ja über alles reden. So. Könnt ihr bitte Risos Achievement, Risos Achievement nochmal einblenden irgendwo? Das Aardvark Anteater Achievement. Gut, also ihr wollt stimmt, zur, wo ist eigentlich unser Ameisen der Dings? Was habt ihr mit irgendwie wahrscheinlich einem Schiff voller Aschbananen und sonstiger Leckereien am Strand zurückgelassen? Gehe ich davon aus. Ja. Okay. Wir können großartig auf Tiere aufpassen. Sehr gut, dass wir jetzt noch ein größeres kriegen. Super. Ja. Mein Hirn hat gerade ausgeschaltet. Dann wollt ihr zum Stall der Himmelsbisons. Ja. Ja. Wir gehen aber zu dem anderen Stall quasi, ne? Da, wo Tashi steht. Da, wo Tashi steht, alles klar. Ist hier jetzt in die falsche Richtung gelaufen, willst du das damit sagen? Du musst nun, du warst schon Retourkutsche für die falsche Buchstelle. Das ist okay, auch rachsüchtig, wenn ihr ganz neue Seiten an Saya kennt. Sobald sie Meisterin ist, lässt sie alles von sich runterfallen. Die ganze oh nein, Frieden und keine Angriffe. Ja. Okay, also ihr erreicht den Stall, wo Tashi vor sich hin schnarcht. Ich stürze mich auf Tashi. Tashi wacht auf, knurrt erstmal so, was soll das? Und dann riecht Tashi an der Nase von Zaya und macht so jippige Geräusche und wirft sich herum und packt Zaya und nimmt sie so in die Vorderpfoten und wirbelt so mit Zaya durch diesen Raum durch. Tashi, ich habe Freunde mitgebracht. Und dann leckt Tashi dich einmal von oben bis unten ab. Na, ich finde das gut. So fühlt sich das an.
Ich finde das toll, ich bin sehr glücklich. Ich bin so voller Sapper, dreh mich grinsend zu euch um. Das ist Tashi. Der ist ja zauberhaft und ich würde ihn auch streicheln. Ich verstecke mich hinter Ski und winke aus der Distanz. Verstecken hinter Ski wird nichts, wenn Ski auch auf Bison zuläuft, um es zu streicheln und zum Armen. Ich winke aus der Entfernung alleine. Es ist sehr weich und sehr wollig und Tashi gibt so schnurrartige Geräusche von sich, so ein tiefes Grummeln, Grollen, aber ne, so ein angenehmes, freudiges. Ich freue mich so, dich wiederzusehen. Es war viel zu lange. Tashi freut sich offensichtlich auch. Tashi, wollen wir zusammen auf eine Reise gehen? Tashi, als du Walk sagst, springt Tashi auf und hüpft um euch rum und rennt nach draußen aus dem Stall raus. You wanna go for a walk? Ich denke, das ist ein Ja. Großartig. Was ist denn so ein Bison eigentlich? Sie ist richtig neugierig geworden, versucht jetzt alle möglichen Fragen zu stellen. Kohlköpfe. Wie viele so? Viele. Und Stroh. Viel. Und die pflanzt ihr dann alle hier oben bei euch an? Ja, wir haben Felder oben an den Abhängen. Und wenn die hinmachen, das muss doch richtig viel sein. Wo kommt das dann hin? Na, sie scheißen meistens im Fliegen. Oh! Ich zeig's auf den Abgrund. Das kann ja witzig werden. Wir haben 6 Fliegen übers Meer. Ja, ich würde dann tatsächlich anfangen, Tashi zu satteln. Alles klar. Und während du das machst, fällt dir plötzlich auf, dass wenn ihr jetzt wegfliegt und also auch mit dem Himmelsbison ist es nach Taku halt einige Tage und wer weiß, was dann passiert, dass du weder eine Tätowierung hast, noch offiziell zur Meisterin ernannt wurdest. Ist mir vorher schon aufgefallen, ja. Ich sattel weiter. Okay. Das dauert nicht lange, ne? Du machst den Sattel drauf, bindest ihn fest. Tashi freut sich ja, also stellt sich auch so hin, dass es alles ordentlich funktioniert. Macht sich bereit und kniet sich dann so hin, dass man leicht auf den Sattel hinaufsteigen kann, wenn man das möchte. Los, wir sollten direkt los, bevor noch ein Unglück passiert. Wer weiß, was sie mit den Schriftrollen vorhaben. Vielleicht sollte ich noch mal eben hochgehen und nachgucken, ob wir irgendwas in der Bücherei übersehen haben. Vielleicht. Was sollen wir übersehen haben? Ja, wenn wir nicht wiederkommen, ist das letzte Mal, dass wir nachsehen können. Wir sollten Spuren aufzeichnen. Ich habe nach Spuren geschaut, ich habe nichts gefunden. Dann vielleicht sollten wir noch mal gucken einfach. Also sicherheitshalber. Ich würde es nicht Höhenangst nennen. Komm hoch. Ja, Angst vom Fallen? Ja. Fallen ist auch okay. Das Aufschlagen ist das Problem. Ja, die Geschwindigkeit, mit der Körper anhält, ist das größte Problem daran, ja. Wir fliegen über Wasser, das wird schon schief gehen. Das ist nicht hier. Okay, ich. Aber sollte Saya nicht noch ihr Tattoo bekommen? Diesen blauen Pfeil, von dem sie die ganze Zeit geredet hat? Dafür waren wir ja hier. Ach, Tashi, ich pack noch deine Lieblingsbürste ein. Ey, den ganzen Stress, den wir hier mitgemacht haben, damit du deinen komischen Pfeil auf den Kopf kriegst und jetzt willst du den nicht. Wir bleiben schon noch bis zum Frühstück, bis zum Tattoo-Dings. Und wir sollten schauen, wie es Hime geht. Wollen wir einfach fliegen, ohne abzuwarten, wie es ihr geht? Ich habe sie mitunter nämlich verletzt, genauso wie... Haben wir alle? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich habe sie verletzt. Wir sollten zumindest nach ihr schauen. Aber sie sind mit den Schriftrollen und weg. Du als künftige Meisterin hast jetzt auch gewiss irgendwelche Aufgaben und aber was ist, wenn Dinge was, zu tun. Was passiert mit den Schriftrollen, mit den Informationen, wenn wir sie nicht finden? Sie sind schon vor einiger Zeit abgereist. Wir sollten schnell hinterher. Naja, wenn wir sie jetzt nicht finden, dann ist es auch egal, wenn wir jetzt noch eine Stunde bleiben. Also
Jede und sie sind Minute ja schon weg. Zählt. Tashi ist schon gesattelt. Wir wissen nicht, in welche Richtung. Er hat jetzt wie lange 2 Jahre gewartet, dass du wieder da bist? Die 2 Minuten länger ist ja auch nicht so tragisch. Also um das nochmal irgendwie durchzuspielen. Du hast zum wievielten, zum 43. Mal diese komische Meisterprüfung abgelegt. Ja. Wir sind mit dir die komplette Nacht wach geblieben, haben diesen ganzen Stress mitgemacht, haben deinen Jammern ertragen, damit du diesen blauen Pfeil bekommst. Also jetzt willst du den blauen Pfeil nicht. Also Zaya, du bist insecure nach diesem Drive-By-Shooting mit dem Jammern. Das war ich vorher schon, aber ich nicht nehm's. Also ich war noch nicht insecure, aber innerlich schon. Ja. Ihr versteht das nicht. Und wenn erklären willst du es uns auch nicht? Ich habe 42 Mal versagt. Ich habe es jetzt geschafft. Jetzt bestanden. Mit eurer Hilfe. Alleine hätte ich das niemals geschafft. Glaubt ihr wirklich, dass ich diesen Pfeil verdiene? Ja. Naja, außerdem. Ich würde nicht laufen und ich könnte nicht alleine aufs Klo gehen, wenn es mir nicht jemand beigebracht hätte, also mir jemand geholfen hätte. Aber ich tanze ja jetzt auch mittlerweile alleine. Also, du bist ein gemacht haben muss man selber, ob einem jemand dabei hilft oder nicht. Ist doch egal. Standards in der Freien Nation sind nicht so hoch wie im Tempel der Luft normal. Wir so 36 Formen. Riese so, ich kann alleine kack. Aber Zaya, die Kraft kam doch aus dir. Wir haben dir nur beigestanden. Aber gemeistert hast du sie. Das ändert doch nichts. Außerdem, wenn ich jetzt den Pfeil trage, das Zeichen der Meisterin und dann damit in die Welt hinausgehe und wieder Dinge tun muss zum Wohle der Welt, aber entgegen unserer Werte. Werte, Schmerte, von wessen Werten reden wir denn hier? Ich zeige es auf den Lufttempel mit den ganzen Luftnomadinnen. Ja, als ob die irgendwie das größte Wohl der Menschen im Kopf haben. Natürlich. Und wir nicht? Das Wohl der Menschen und der Geisterwelt. Die Balance. Deswegen ziehen auch wir los und nicht die ganze Ansammlung hier von deinen Luftnomaden, die genauso gut die dunkle Pagode bekämpfen könnten, die noch nicht mal sie haben Bücher andere in der Bibliothek gelesen haben. Wichtige Aufgaben. Und wenn ich dieses Tattoo bekomme und den Meisterin-Titel offiziell annehme, weiß verlierst ich nicht, du deine Freiheit. Ob ich weg kann. Wieso solltest du nicht weg können? Weil ich dann Pflichten habe. Du hast einen Pfeil. Ich habe dann Pflichten innerhalb des Tempels. Und wenn ich diesen Schritt gehe, werdet ihr ohne mich weitergehen müssen. Musst du da irgendeinen komischen Vertrag unterschreiben, bevor du da tätowiert bist? Ich verstehe das nicht. Schie, das hat etwas mit Pflichten zu tun. Mit Ehrgefühl. Und du meinst, es ist keine Pflicht und kein Ehrgefühl, die Welt zu retten vor der dunklen Pagode? Und dass dein Lufttempel dafür kein Verständnis aufbringen kann, weil die Luftpagode ist ja kein so ein großes Problem? Meisterinnen wurden ins Exil geschickt, weil sie in einem Kampf Menschen verteidigt und dadurch andere verletzt haben. Glaub mir, die Prinzipien hier laufen etwas anders. Ja, smart klingt das nicht. Das sind die Regeln, nach denen ich lebe. Die Avatare, die hier aus der Luftnation kamen, ist es, die durften sich auch nicht wehren? Oder haben die auch nur da gestanden und gewartet? Oder haben die hier einfach im Lufttempel gesessen und gewartet, bis sie die Fackel weitergeben? Oder wie habt ihr das gemacht? Also wenn ein unschuldiges Kind angegriffen wird, das sich nicht zur Wehr setzen kann, ist es dir verboten, das Kind zu verteidigen? Du musst es sterben lassen. Nein, ich darf das Kind verteidigen, aber im Zuge dessen niemand anderen verletzen. Anigo? Das wird aber schwer. Inso? Darf ich meine Your Rules Ding einsetzen? Natürlich darfst du das einsetzen.
Ja, das klingt jetzt etwas hart, aber damit kann ich sie einfach überzeugen, dass ihre Überzeugungen nicht so cool sind. Da muss ich nur zur Passion würfeln und kann also sie davon überzeugen. Nachteil. Ja. Kann ich ihn unterstützen? Es ist hauptsächlich, muss man fair sagen, also hauptsächlich geht es dabei um, also nicht um Charaktere anderer Spieler, sondern Spielerinnen, sondern um NSCs, aber ich finde, da darf man schon mal einen Wurf machen, wie gut das funktioniert. Darf sie unterstützen? Weil wenn das nämlich schief geht, dann ist sie nur noch überzeugter von dem, was sie denkt. Kann die gut, ja, du kannst unterstützen, dann gib mir plus eins, okay. Kotzlichen Fatigue. Okay. Look at this. Also, nix. Influencer ist die 6 und die 6. Huh, die 6 und die 6. Ja. Ich sehe gar nichts, aber wie kommen dir das auch so? Ja. Also. So. Was meinst du? Passion, ne? Ja. Da habe ich nochmal plus 2, sind 14. Mit deiner Hilfe sind es 15. Holy shit. Also, Zaya, überraschenderweise sind Risus, tatsächlich steht drin, surprising, die Argumente. Das bedeutet, grundsätzlich. Ja, aber wovon will er mich jetzt überzeugen? Also, er versucht zu überzeugen, ich sag mal so, bei Spielercharakteren würde ich immer sagen, die endgültige Entscheidung liegt bei der Person. Ne? Das ist schon so. Allerdings würde er tatsächlich deine Balance verschieben, und zwar wahrscheinlich in Richtung Freedom, wenn wir ehrlich sind. Das ist aber halt die Frage, weil er möchte mich ja davon überzeugen, das Tattoo zu bekommen. Ja, ja, ich würde, also das, was mein Ziel ist, persönlich als Spieler und als Charakter, ist halt einfach, dir die Tragik zu nehmen, diese große negative Gedankenblase dahinter, sondern dass du einfach nur deine Verantwortung siehst und deine Fähigkeiten siehst. Das heißt, dass du selbstbewusst deine Entscheidung triffst, weil es für die Welt was Besseres ist, nicht für diese veralterte Gemeinschaft hier mit ihren veralterten Regeln. Weil also wir haben etwas Wichtiges für uns. Aber dann wäre dann halt im Gegen das Tattoo. Richtig. Nee, weil das Tattoo in Richtung Freedom, also in Richtung Freedom bedeutet ja nicht gleich, nicht das Tattoo zu bekommen. Sonst könnte ja eine andere Bedeutung haben oder weniger Bedeutung. Weißt du, was ich meine? Nicht diese große Verantwortlichkeit hinter dem Tattoo zu sehen. Du bekommst, also bekommst du das Tattoo nur in Kombination mit den Anforderungen, die der Lufttempel dir stellt, weil die Meisterprüfung hast du ja schon abgelegt. Mhm. Das heißt, das Tattoo kriegst du ja jetzt so oder so. Nicht, wenn ich jetzt wegrenne. Also, nee, nicht, wenn sie also geht. Ich würde versuchen, nicht davon zu überzeugen. Das ist ja nicht die Frage. Die Argumentation zu sagen, die Regeln dieses Tempels sind doof, aber gleichzeitig lasst ihr das Tattoo trotzdem gegen, obwohl die Regeln, diese Tätowierungen gehören intrinsisch zum Tempel. Das ist ja alles verwoben, das ist ja Teil der Tradition. Die Argumentation zu sagen, die gesamten Regeln sind Quark, weil du willst was anderes, außer das Tattoo, das ist cool, mach das. Ja, genau. Ist nicht so einfach. Nee, davon lässt sich Zaya echt nicht überzeugen. Also ihr müsst euch jetzt entscheiden, wofür ihr sie überzeugen wollt. Entweder das Tattoo zu nehmen, dann wäre es aber Richtung Rolle, dann könntet ihr wahrscheinlich aber annehmen, dass sie trotzdem mit euch geht, das schon, oder Richtung Freiheit, aber dann haut sie jetzt ab. Also die Kani, die neben dir steht, würde dir wahrscheinlich eine Hand auf die Schulter legen und sagen, du hast das erreicht, was du schon immer wolltest, aber ob das schlussendlich auch der Weg ist, den du immer gehen wolltest, ist jetzt an diesem Scheidepunkt die Frage. Und es stimmt schon, bleibst du und wirst Meisterin, verlierst du deine Freiheit und vielleicht auch ein Stück von uns. Als ob sie uns verliert. Sie hat nur ein Tattoo auf dem Kopf und eine Glatze. Das bedeutet aber, Shi, dass sie hier bleiben muss und den Traditionen gerecht werden muss. Ja, zur Not nehmen wir sie halt mit im Schlaf oder so. Ja, ob sie jetzt mit Tattoo. Es geht um ihre Einstellung dazu. Weißt du? Es geht um das, wofür sie sich committet, wofür sie sich entscheidet. Mit Tattoo, ohne Tattoo ist doch egal. Im Endeffekt geht es darum, sie hat die unfassbare Fähigkeit jetzt erlernen. Sie ist quasi eine Meisterin. Ob das jetzt mit einem Tattoo bewiesen wird von dieser Gruppe, die sie hier behalten möchte oder nicht. Richtig, also warum drängst du sie dazu, Rezo?
Ich dränge Sie zu nichts. Ich möchte Sie einfach nur davon überzeugen, dass Ihre Leistung großartig ist. Wenn sie jetzt sagt, das Tattoo heißt, sie muss jetzt hier bleiben, also wenn es darum geht, ein Mal zu haben, was ihr beweist, wie großartig sie ist und was ihre Fähigkeiten sind, da hat sie schon anderes. Da brauchen wir jetzt keinen Fall daran. Und Richtig. Wenn, dann kann ich selber einmalen. Also von daher. Richtig. Zaya, das ist nichts, was dich ausmacht und nichts, was beweist, was du kannst. Das ist wahr. Denn das ist in dir. Die Stärke und die Kraft. Du brauchst aber soll sie sich jetzt ihr Leben lang weiter runtermachen von diesen Luftnomaden, die behaupten, sie sei keine Meisterin und sei sowieso und so viele Male schon durchgefallen durch die Prüfung und sei weniger wert? Wenn sie sich das Tattoo machen lässt und dann geht, das wäre noch viel schlimmer. Wieso? Dann würde sie sich noch viel mehr runtermachen lassen, sollte sie jemals zurückkehren, falls sie das überhaupt dürfte. Sie wäre geächtet. So oder so. Sie wäre eine Meisterin mit einem eigenen Kopf? Ich wäre geächtet. Nicht von uns. Richtig, deswegen braucht sie das Tattoo nicht. Das ist meine Meinung. Und ich drehe mich um und gehe zu einem Bison. Und sowieso hier so weit oben, von weit ab vom Schuss von der ganzen anderen Welt. Exakt. Naja, also wir sind alle schon im Begriff, ein bisschen in die Fußstapfen des Avatars zu treten. Nein, das wisst ihr nicht. Schon, oder? Niemand kann in die Fußstapfen des Avatars treten. Die ist eh doof. Der Avatar ist einzigartig. In ihrer Wirklichkeit, richtig. Ich sag's so. Ich gehe mit dir dahin, wo du gehen möchtest. Aber ich möchte, dass deine Entscheidung aus dem Herzen kommt. Weil glaub mir, alles hinter sich zu lassen für die richtigen Menschen kann sich lohnen. Ich bin auch sehr glücklich hier mit euch. Aber es ist ja nicht so, dass Riso nicht jedes Mal in der Feuernation wieder 1000 Tode stirbt wegen verschiedenster Dinge. Also du solltest schon nachvollziehen können, dass wenn man weg ist, ist dann wieder alles okay. Aber in der Person selbst ist es ein bisschen schwierig. Naja, ich könnte jetzt dastehen, könnte Zaya davon überzeugen, wie scheiße das alles sein könnte, sich jetzt zu verpissen oder wie viel schlimmer es wäre, sich tätowieren zu lassen, sich dann zu verpissen. Aber dass es komplett eskalieren könnte, dass man einfach hier eingefärscht wird und wieder gar nichts mehr machen darf. Es ist natürlich alles möglich, deswegen sage ich, du und ich. Es ist natürlich nicht so, dass der Tempel einen einsperrt oder so, ne? Aber ja, es stimmt schon. Natürlich wird von MeisterInnen erwartet, dass sie MeisterInnen Dinge tun. Und das heißt eigentlich in den meisten Fällen im Tempel bleiben. Manchmal wird man auch ausgesandt, Sachen zu machen, aber normalerweise nicht direkt nach der Prüfung und so weiter. Das ist schon richtig. Also es wird einen niemand aufhalten, wenn man geht. Das ist keine Frage. Also das machen die Luftnomadinnen natürlich nicht. Aber gleichzeitig ist es natürlich ein Bruch mit der Tradition und auch mit dem Tempel. Also man hat seine Pflichten und man ist in die Gemeinschaft eingebunden und wenn man das nicht mehr tut, dann sind die Traditionen halt relativ klar. Ne? Das ist schon richtig. Also da ist Saya relativ realistisch. Ja. Sie würde sich vor Saya stellen und ihr direkt in die Augen gucken und dich fragen, willst du das wirklich nicht mehr? Natürlich. Bist du dir sicher? Natürlich will ich das noch. Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß, dass ich Angst habe, dass wenn ich als Meisterin hinaus in die Welt gehe und dann unsere Prinzipien verrate, dass ich das nicht so könnte, wie zuletzt, dass wenn ich dieses Tattoo trage, ich euch nicht mehr so unterstützen kann, wie ich es bisher getan habe. Weil ich weiß, dass die Rolle der Meisterin ein Gewicht mit sich bringt. Und kannst du das anschließend noch nachholen? Oder ist alles vorbei, wenn wir jetzt wegfliegen? Ich weiß es nicht. Können wir jemanden fragen? Ich könnte mit Aditi reden. Ja. Bernd Zimmer ist ganz oben im Stockwerk der 990 Treppenstufen. Vielleicht würden sie mir auch erlauben, mit euch zu gehen, um diese eine Aufgabe zu erfüllen. Das kann ich mir schon vorstellen, aber was ist danach?
Sprich doch mit den Leuten, die dir wichtig sind. Hime ist nicht wach. Es gibt hier doch noch mehr solcher Leute, oder? Die dieselben Werte vertreten. Und dann Glatzen und Pfeiltattoos glauben. Du sagst das sehr abwertend. Oh. Sie ist ganz schön gut darin, diese Knöpfchen zu drücken, oder? So. Ja. Sie hat sehr viel auf Twitter gelernt, ja. Hachi steht erwartungsvoll am Rand der Plattform und wedelt mit dem, das sind so diesen großen, flachen Schweif so hoch und runter aufgeregt schlagen. Ich gehe zu Tashi, tätschle ihn einmal kurz und dann würde ich mich tatsächlich aufmachen und nach, wie hieß nochmal die Älteste vom Rat? Vor Aditi habe ich Kawa. Angst. Ja, ich würde nach Kawa suchen. Kawa schien mir netter zu sein. Du findest sie bei Hime tatsächlich, wo inzwischen alles ein bisschen ruhiger ist und es ist niemand mehr sonst da und Gawa sitzt an dem Bett und hält Himes Hand. Wie geht es ihr? Ihrem Körper geht es gut, auch dank der Wasserbändigerin, die du mitgebracht hast, aber wir können ihren Geist nicht erreichen. Er ist also noch in der Geisterwelt gefangen. Vielleicht findet sie den Weg wieder zurück. Ich versuche ihr ein Licht zu sein, wie ein Leuchtturm, aber ich weiß es nicht. Es ist schrecklich. Wir suchen in der Bibliothek nach Hinweisen, aber noch haben wir nichts gefunden. Gibt es etwas, was wir tun? Aber sie sieht dich an und sagt, aber etwas anderes besorgt dich. Allwissende Weise. Ich habe Angst. Angst führt zur dunklen Seite. Wovor fürchtest du dich? Meiner Rolle nicht gerecht zu werden. Ich weiß, dass es meine Aufgabe ist, hinauszugehen und mit meinen Freunden gegen die dunkle Pagode vorzugehen. Das hat der Avatar mir gesagt. Aber was ist, wenn ich auf diesem Weg Dinge tun muss, die einer Meisterin, die ich nun bin, nicht würdig ist? Es ist einfach, hier in diesem Tempel friedlich zu leben. Es ist einfach, hier, wo alle so nett zueinander sind. Nein, ist es nicht. Glaubst du, es würde dir einfach fallen, mit dem Wissen, dass da draußen eine Gefahr ist, die Menschen, die dir wichtig sind, bedroht, hier zu bleiben und morgens in den Speisesaal zu gehen und danach zu meditieren und dann deinen Pflichten nachzukommen und essen, meditieren, schlafen? Wäre das einfach, Zaya? Es war einfach, bevor ich von dieser Bedrohung wusste, ja. Aber jetzt weißt du davon. Und ihr auch, und trotzdem seid ihr hier. Es ist nicht einfach. Was soll ich tun? Ich bin nicht von einem mächtigen Geist gezeichnet. Ich weiß nicht, wie ich handeln würde oder gehandelt hätte damals, als ich jung war, wenn etwas in der Art passiert wäre. Aber viele hier halten nicht viel von Avatar Kyoshi. Ich weiß. Sie ist keine Yankchen, sagen sie. Aber auch kein Kuruk. Aber ich weiß nur, wenn der Avatar mir sagen würde, dass er meine Hilfe benötigt, dass ich etwas tun muss, dann würde ich das tun.
und die Zeremonie? Nun, die werden wir durchführen, nicht wahr? Was ist, wenn ich das Zeichen der Meisterin trage und dann enttäusche? Die Traditionen sind wichtig. Die Zeichen, die uns von unseren Ahnen gegeben wurden. Die Traditionen, die wir von ihnen übernommen haben, die Lebensweisen. Aber am Ende deines Lebens wirst du dich nicht fragen, welche Zeremonien du durchgeführt hast. Du wirst, und dann beugt sie sich vor und legt dir so zwei Finger auf die Höhe deines Herzens und sagt, du wirst dir Fragen stellen, die du nur damit beantworten kannst. Und am Ende, Zaya, wenn du alles getan hast, was du tun konntest, dann bist du eine Meisterin. Zeremonie oder nicht? Am Ende. Ich fürchte, wir müssen die Zeremonie verschieben. Wir müssen sofort aufbrechen. Wir wissen, wo die Diebe mit den Schriftrollen hin sind und ich habe Angst. Wenn wir noch länger warten, werden wir sie nicht mehr finden. Das wird Aditi nicht gefallen. Vielleicht ist das Schicksal der Welt für diesen Moment wichtiger als das, was meiner ehemaligen Meisterin gefällt. Ich werde es Aditi schon erklären. Und sie verneigt sich sehr tief vor dir und sagt, ich danke dir. Ich glaube, du verstehst es noch nicht. Aber wir alle bringen unsere Opfer in dieser Welt. Ich denke oft daran zurück, was ich hätte tun können und nicht getan habe. Und wie diese meine Entscheidungen durch die Zeit hindurch Wellen werfen. Und du bringst ein anderes Opfer, das keineswegs kleiner ist, vielleicht größer. Ich würde mich vor ihr auch sehr, sehr tief vor ihr verneigen. Und dann gehe ich nochmal zu Hime. Leg ihr so die Hand auf die Wange und sage, ich werde dich finden. Und nicke Gama nochmal zu. Und dann kehre ich zu den anderen zurück. Schaue in die Runde und sage, ich denke, ich bin das Blatt im Wind. Lasst uns loslegen. Das habe ich vorher nicht verstanden, aber okay. Sehr gut. Und dann springe ich auf. Tashi, ich shifte meine Balance Richtung Freedom. Passt schon. Ich hab's nochmal, sorry, ja? Passt auf einen Himmelsbison zufällig ein Schneeleopard. Das passen mehrere Personen drauf. Ich glaube, der Schneeleopard ist jetzt nicht größer, also nicht deutlich größer als eine fünfte Person wäre. Das passt schon. Hast du den auch die ganze Zeit mitgeschleppt? Na, was heißt mitgeschleppt? Das ist mein, also der ist halt dabei. Aber wir mussten ja noch voll hochkraxeln. Ja. Er kann klettern. Ist mitgekraxelt. Okay. So als Leopard kraxelt er gut mit. Ja. Ja. Tja. Was hat ihr mit dem, ich glaube, Ski hat noch einen Ameisenbär. Ameisenbär. Den müssen wir abholen. Artwork. Gürteltier.
Galigrü. Richtig, Galigrü, stimmt. Ja, den müsst ihr abholen, ja. Ja, das ist wahrscheinlich noch auf dem Schiff. Den können wir abholen. Können wir abholen. Da könnt ihr auch gleich Proviant mitnehmen, der auf dem Schiff ist. Ja. Ich hätte direkt so vorwurfsvoll. Ja, Nele Drache kümmert sich um ihr Haustier, du nicht. Ja, Caro war immer dabei hier. Tashi ist mit den Bisons geschuschelt. Tashi ist sehr begeistert über tierische Bekanntschaften. Cool. Der schlägt sie auch ab. Also, dein Schneeleoparden-Karibus ist so mittelbegeistert von dem Bison. Dabei hat er ihm vorher noch mit seinem Geweih irgendwie den Rücken gekratzt. Okay, also steigt auf, macht euch bereit und dann, du sitzt vorne und hast die Zügel in der Hand, beziehungsweise steuerst von der Kopfposition aus. Nicht keine Zügel, sondern, ja, ne? Jip, jip. Dann. Jip, jip. Okay. Tashi, so wie du das früher immer gemacht hast, ne? Also Tashi geht zu der Kante und stürzt sich einfach von dieser Plattform runter und rast auf den Boden zu. Yay! Nee, ich krall mich fest. Ich bin sehr glücklich. Der Wind rauscht an euch vorbei, der Boden rast auf euch zu, die Wellen, die Klippen, wo die, ne, die Wellen so an diese Klippen brannten. Und da gibt es so ein Fumpgefühl, als ihr plötzlich aufgefangen werdet und, ne, so alles intern so nach unten sackt, als plötzlich die Schwerkraft wieder da ist und Tashi mit so einem Wusch über diese Wellenkämme gleitet und rechts und links mit seinen Pfoten so Wasser nach rechts und links spritzt und durch diese Wellenkämme durchbricht. Auf nach Taku. Taku hieß es, ne? Taku, ja. Also ihr werdet noch eure ganzen Vorräte und Galigrü und so weiter einpacken. Das Schiff könnt ihr ja da lassen und dann in diese Richtung fliegen. Ja, das Schiff. Ja. Ist okay. Gut, ihr könnt auf dem Weg schon mal auf jeden Fall eure Fatigue reduzieren. Yay! Auf null. Ah, ich wollte es gerade sagen. Steht hier nice. Als Special-Fähigkeit. Wenn man mit meinem Companion reitet, verliert man alle Fatigue. Ach, ist das so? Cool. When you and your friends travel via animal companion, everyone clears all fatigue. Wir waren Leben. Ein Hundespaziergang. Ja. Super. Ja, ich hab bei mir vielleicht ein paar Tage gedauert jetzt, aber ja, wenn ihr reist ab jetzt, dann mit Tashi, dann gibt es kein Fatigue mehr. Ja, ist auch sehr bequem, muss man sagen. Ne? Der Sattel ist groß, man kann sich da so reinlegen, man hat da pennen. Und wenn er erstmal aufgehört hat, so ein bisschen, ihr wisst schon, am Anfang macht er halt so ein bisschen dieses Juhu und macht irgendwie Wirbel und Dinge. Aber sobald das vorbei ist, ist der Flug halt auch relativ angenehm. Schaukelt nicht wie so ein Schiff, meinst du, ja? Frag ihn doch nicht so. Geht so. Dann habe ich hoffentlich wieder so ein Glas voll Dreck dabei. Ja, wahrscheinlich schon. Du bist ja inzwischen einiges gewohnt, ne? Und ihr fliegt dann einfach straight Richtung Erdkönigreich. Mhm. Und tatsächlich ist man, also selbst wenn Tashi sich jetzt nicht so super beeilt, aber dann seid ihr schon recht gut unterwegs. Und ihr müsst immer wieder rasten natürlich, ne? Also der muss fressen und sich ausruhen und schlafen und so weiter. Aber man kommt ganz gut voran. Also Tikanio würde sagen, mit so einem richtigen Schiff, mit dem man halt die ganze Zeit segeln kann, also ne, durchgehen und keine Rast in dem Sinne machen muss, ist man auf See wahrscheinlich einen Tacken schneller, also auf lange Distanzen. Auf kurze Distanzen ist der Himmelsbison deutlich schneller. Aber bei diesen langen Distanzen, der muss halt pennen und so, da kann man das wieder aufholen. Aber es ist trotzdem sehr, 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 sehr fix. Und tatsächlich seht ihr dann nach nicht allzu langer Reisezeit am Horizont, wie so dieser dunkle Streifen des Erdkönigsreichs immer größer wird und dann da diese verschiedenen Felsformationen. Und ihr kommt zuerst an, wie heißt der, Wulong Forest vorbei. Das ist eine große, ein großes Gebiet,
das durch sehr wilde Felsformationen gekennzeichnet ist, nämlich so sehr hohe, wie so Säulen, Felssäulen, die aus dem Boden ragen, haben jede Menge, umgeben von dichtem Wald. Und über den fliegt ihr hinweg, könnt irgendwie auf eine dieser Felssäulen oben einen Rast machen und gleitet dann in die Bucht und folgt zum Flusslauf und seht tatsächlich nach nicht allzu langer Zeit vor euch so einen Berg hoch, der an diesem Fluss liegt, von einem Hafen auf diesen, also Berghügel, ne, also hoch quasi, Tako, die Stadt, eine große Stadt des Erdkönigreichs. Mauer drumherum und vielen Steingebäuden und einem Hafen. Und da liegen jede Menge Schiffe, auf dem Fluss fahren jede Menge Schiffe, den Fluss hochfahren Schiffe. Es gibt mehrere Straßen, Brücken über diesen Fluss. Und ihr seht jede Menge Karawanen und Karren und Leute, die auf diesen Straßen reisen. Also da ist eine Menge los. Ich würde so ein bisschen außerhalb tatsächlich landen, damit wir nicht direkt alle Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Mhm. Ja. Dann wollen wir zu Fuß gehen oder? Sie nickt. Ich hätte auch die Reisezeit genutzt, um meinen Gleiter zu reparieren. Ich wollte gerade fragen. Erste Amtshandlung. Ja. Smart. Bin ich noch unsicher? Wahrscheinlich ja, ne? Wenn man sich darum kümmert, ist man das länger. Ja, okay. Aber nach dem Gespräch echt immer noch? Okay, spannend. Also ich habe auch noch drei Conditions. Also insecure wird man los, indem man etwas Wildes tut, ohne sich vorher zu besprechen. Das weiß das Gespräch nicht. Aber natürlich kann man sich gegenseitig helfen. Wenn man merkt, dass Leute insecure oder troubled sind, kann man versuchen, mit ihnen darüber zu reden. Oder ja. Oder man muss halt etwas tun, das die Condition löscht. Und das ist immer etwas, das quasi entweder gegen die Condition ist, ne? Oder der Condition nachgibt. Also wenn man ängstlich ist, dann muss man halt wegrennen vor einer Gefahr. Dann hört die Angst auf. Das bringt uns sehr schlechte Dinge für das Leben bei. Die gesündere Option ist, mit anderen Leuten im Gespräch die eigenen Emotionen durcharbeiten und mit ihnen klarkommen. Das ist doch Quatsch. Sie würde sowas niemals tun. Reden. Also, Tikani ist nach dem ganzen Kampf immer noch verängstigt, unsicher und aufgewühlt. Möchtest du darüber reden? Sie sitzt auch ein bisschen abseits auf dem Bison so von euch so und grübelt eher so vor sich hin. Schließlich hat sie Kima auch zurückgelassen oder war auch mit Grund, dass sie verletzt wurde. Schließlich war sie nur wegen Tikani in der Bibliothek. Wie ist das? Ja. Stimmt. Das ist korrekt. Aber ich bin nicht schuldbewusst. Das lässt sich ändern. Not. Sie auch nicht, obwohl sie die komplette Bibliothek verwüstet hat. Ich bin nicht überrascht. Das ist eine riesige Stadt. Wo sollen wir da anfangen? Ich würde mal Otter, Penguins, Unagi und Hot Springs würfeln. Ja. Vielleicht weiß ich dann, wo wir anfangen sollen. Mhm. Ich habe nur 6. Ich habe keine Ahnung, wo wir anfangen sollen. Du hast keine Ahnung. wenn du aber daneben würfelst auf einen Miss, sollst du mir sagen, was du erwartest zu finden. Ich erwarte zu finden auf jeden Fall eine Hafentaverne, in der es den neuesten Klatsch-Dratsch gibt. Mhm. Ja, also gehen wir einfach los. Auf gut Glück. Ich denke, die meisten Informationen gibt es dort, wo Menschen reisen. Und die anderen, die wir suchen, sind ja mit einem Himmelsbison hier angekommen. Das sollte doch recht auffällig sein. Smart. Oder nicht? Also sowas wie ein Bison-Parkplatz, einen Ankunftspunkt, ein... Exakt.
Gibt es sowas wie Luftparkplätze hier in der Gegend? Nein. Es ist auch nicht so üblich, dass ein Bison landet. Nein. Ein Bison sieht man sehr, sehr selten. Sehr, sehr selten. Also ihr marschiert dann, ihr lasst Tashi irgendwo mit genug Futter zurück. Und Galligrü wahrscheinlich auch. Und du reitest aber auf deinem... Auf Karo, ja. Auf Karo, ne? Und ihr rennt die Straße entlang auf das Tor zu und mischt euch da so in diese... In diese Reisenden, das sind zum größten Teil offensichtlich Menschen, die handeln in irgendeiner Art und Weise. Und der Tor wird nicht besonders wild kontrolliert, sondern da stehen so ein paar Wachen, aber die werfen hier und da einen Blick drauf, kassieren ein bisschen Zoll, aber so einzelne Reisende lassen die normalerweise ohne Probleme rein. Und ihr betretet die Stadt Taku. Wir doch alle mal bitte 2W6. 3. 5. 4. 3, 4, was? 5 und 9? Okay, aber 3 ist das Niedrigste, ja? Ja. Okay, also geht hinein und ne, werdet so von diesen ich weiß nicht, Menschenmassen ist zu viel gesagt, aber diesen Gruppen so ein bisschen, man wickelt sich so ein bisschen auseinander, man kann nicht so ganz eng zusammenbleiben, das sind auch schon Marktstände, das heißt, es ist alles so ein bisschen, man wird so ein bisschen angezogen und Zaya, während du da entlangläufst, löst sich aus den Schatten so eine Gestalt, kommt auf dich zu und macht so eine ausladende Verbeugung und wirft dabei so langes Haar nach vorne über den Kopf und sagt, willkommen in Taku der Prächtigen. Ihr seht aus wie eine Reisende von weit, weit weg, die einen lokalen Führer gebrauchen könnte. Oh, das wäre großartig. Wunderbar. Ich habe die Ehre, Zhu zu sein. Zhu. Mein Name ist Zaya. Ich verneige mich leicht. Zaya, ein wunderbarer Name. Ihr, und er wirft so einen Blick aus unter seinem Haar hervor. Seid eine Luftnomadin. Das stimmt. Und ich bin nicht allein unterwegs. Shi, Tikani, Riso, ich habe einen netten Menschen gefunden, der uns helfen wird. Das kann ja was werden. Die Person wirft ihr langes Haar wieder so nach hinten in so einer ausladenden Geste. Hat so eine... so eine dunkelgrüne Robe an mit so leicht vergilbten goldenen Besatz am Kragen und sagt, willkommen Freunde, Freundinnen von Zaya in Taku der Prächtigen. Ich kenne die Stadt wie meine Westentasche. Ich kann euch alles über die Orte, die Geschichte und alles weitere erzählen. Für nur einen winzigen Obolus am Tag. Ich kenne die besten Tavernen, das beste Essen, die besten Unterkünfte. Ich wusste es. Er ist ein Gaukler, ein Schwindler, ein Scharlatan. Er will nur unser Geld. Kaum, dass wir uns wegdrehen, ist unser Geld weg. Haben wir Geld? Er kann ja nicht also er muss doch auch irgendwie sein Essen bezahlen. Selbstverständlich. Hast du einen Himmelsbison gesehen? Ein Himmelsbison? Ja. Groß, flauschig, fliegt. Nein. Nein? Aber ich könnte mich umhören, wenn ein Himmelsbison irgendwo aufgetaucht ist, wird irgendjemand den gesehen haben und Zhu kennt alle. Das wäre großartig. Hat im besten Fall nicht mal gesehen. Ihr seid ja absichtlich draußen unauffällig gelandet. Das wäre wirklich toll. Auch habt ihr eine Unterkunft. Ihr seht hungrig aus, ihr seht müde aus, ihr seht staubig aus, ihr wollt euch waschen, ihr wollt essen, ihr wollt schlafen. Eigentlich nur essen. Essen wäre großartig. Wunderbar. Ja. Folgt mir einfach. Ich habe genau das richtige Etablissement für euch. Mein Cousin führt es. Er gibt euch einen Rabatt, wenn ich euch zu ihm bringe. Das ist ja äußerst freundlich. Stammt ihr aus Taku? Ja, ich bin geboren, aufgewachsen. Mein ganzes Leben hier verbracht. Ach, dann kennst du sicher jeden hier. Jeden. Ich kenne jeden und jeder kennt Zhu. Das ist ja toll. Wer ist das da? Ich zeige auf eine Händlerin. Li Pi. Lass uns schnell weitergehen. Ich winke. Hallo, Li Pi. Sie reagiert nicht. Das scheint zu sein.
Dann dieses Gebäude hier hat eine ganz wunderbare Geschichte. Es das heißt, dass Avatar Yankien, oh, eine Luftnomadin übrigens, es erbauen ließ als Zollhaus. Ja. Jetzt ist es aber ein Wohnhaus. Ich verneige mich vor dem Gebäude. Avatar Yankien hat es bauen lassen. Ja, dann führt ihr euch weiter und überraschenderweise sind viele Gebäude von Avatar Yankien gebaut worden oder bauen wurden gebaut, angeordnet, gelassen, was auch immer. Und Avatar Yankien hat hier sehr viele Spuren hinterlassen, auf die er Zaya immer wieder hinweist. Während ihr euch da durchbewegt Richtung Hafen und dort dann zu einem großen Gebäudekomplex, so ein Nebengebäude, ein Hof, ein Stall und so ein großes Hauptgebäude kommt und er sagt, ah, das ist das wunderbare Etablissement meines Cousins. Ich arrangiere Unterkünfte für euch. Ihr nehmt, er wirft einen Blick auf euch, 2 Zimmer. Ja. Wunderbar. Ein Stall natürlich für dieses wunderbare, der tätschelt so ganz vorsichtig Karu irgendwo, wo nicht sein Maul ist, Tierchen. Der schaut skeptisch. Ja, dann würde er tatsächlich hineinhuschen und kurz später rauskommen und zu Zaya treten und sagen, es ist ein ganz großartiges Angebot, er möchte nur einen ganz winzigen Obolus und nennt dir eine kleine Summe. Habe ich diese Summe? Hast du Geld? Nein. Okay. Ich schaue Shi an. Shi packt in ihre Tasche und holt eine Karotte raus, die sie aus dem Lufttempel mitgenommen hat. Bringt die dir was? Ich schaue Rizu an. Ich weiß nicht mal, ob ich Geld besitze. Also ich kann sein, dass ich irgendwo in den tiefsten Taschen meiner... Ja, nicht mal so einen Piratenschatz geklaut oder war das hier so irgendwie was? Mhm. Ja, es ist also in der Truhe war ja noch was über. Ich weiß ja nicht, ob wir die Truhe irgendwann aufgeteilt haben oder so. Also wenn das irgendwann in einem unbeobachteten Moment in die Taschen gerutscht ist, dann wird es wahrscheinlich entweder in Shis oder in meinen Taschen sein. Also ich glaube, Shi hat es nicht mehr verwahrt, soweit ich weiß. Ich glaube, wir hatten es auf dem Schiff und Shi hat es abgegeben mit ganz schlechtem Gefühl und ganz viel Überwindung. Ich glaube, zum Allgemeinwohl, als wir bei den Feuerbändigern waren oder so. Ich habe damit Kleidung gekauft für Rizu. Stimmt. Hm. Ich glaube, wir haben es dann aber aufgeteilt, was übrig war. Also habt ihr auf jeden Fall ein bisschen Geld dabei. Ja. Okay. Ja. Ich glaube schon. Ja. Dann nimmt ihr die Summe entgegen und führt euch rein und auf eure Zimmer. So ein bisschen, ja, so ein bisschen klein und muffeln so ein bisschen. Und die Betten sind älter und quietschen und ja. Haben wir nicht ein Glück, dass wir direkt jemanden finden, der sich hier so gut auskennt? Ja, es wird bestimmt nicht schief gehen. Es wird sich bestimmt nicht rausstellen, dass er ein Gaukler war oder so. Ein was? Na, ja, wir hatten riesengroßes Glück, Zaya. Jemand, der uns anschmiert, um uns dann im Nachhinein auszunehmen. Wenn er das versucht, bekommt er meinen Speer zu spüren. Naja, in einer Welt, die nicht in einem Lufttempel entsteht, da gibt es Leute, die dich täuschen dafür, um dir dein Geld aus den Taschen zu ziehen. Und da muss man hier sehr aufpassen. Ist dir nicht aufgefallen, dass der Avatar ein Zollhaus hat bauen lassen? Was hat der Avatar mit Geld zu tun? Yangchen hat sich sehr um den Handel bemüht und darum, das Geld ordentlich wieder aufzuteilen. Ja, und wie hieß die Verkäuferin, die du angesprochen hast, mit dem Namen, den er kannte? Sie hat nicht mal reagiert. Sie war beschäftigt. Ja. Ich will nicht sagen, ich hab's geahnt, aber ich... Hoffe, da kommt nicht noch irgendwas gewaltig. Negatives. Ihr macht euch zu viele Gedanken und ich würde mich in einem Zimmer einfach gegen die Wand lehnen und pennen. Gutes Zeichen, Spielleiter lacht.
Alles gut. Es dauert nicht allzu lange, dann klopft es bei Zaya. Also wie teilt euch denn eigentlich auf die beiden Zimmer? Ich glaube, ich würde mit Zaya ein Zimmer nehmen, I guess. Okay, und dann, ja, dann kuschel ich mich mit Chi einfach irgendwo in die Ecken des anderen Zimmers. Chi wahrscheinlich da, wo Dreck in der Ecke ist, oder? Das ist hier überall. Super. Sie nimmt einfach die dreckigste Ecke, ich die sauberste. Okay. Es dauert nicht allzu lange, es klopft bei Zaya und Tikani an der Tür. Ich mache auf. Und draußen ist Ju.